Also ich freue mich sehr, dass wir Jochen Bons zu Gast haben heute am TFM-Institut. Jochen Bons ist ein Medienwissenschaftler, der sich innerhalb der Medienwissenschaft auf einem, kann man sagen, glaube ich, randständigen Gebiet bewegt, auf dem Gebiet der Sound Studies. Wir haben in der Medienwissenschaft und auch in der Filmwissenschaft eine ganz große Dominanz des Visuellen und des Bildes zu verzeichnen und viel zu wenige, immer noch viel zu wenige, die sich mit dem Thema Sound befassen. Insofern sind wir dankbar sowieso für alle, die das tun. Jochen Bons ist allerdings nicht nur Medienwissenschaftler, er versteht sich auch als Kulturtheoretiker und Kulturanthropologe. Er hat einen ganz großen Schwerpunkt in der Poptheorie, aber auch in der Mediensoziologie. Er ist ausgebildet in qualitativer Sozialforschung, was auch nicht alle von uns sagen können, und in Wissenskulturforschung. Er ist habilitiert in der Kulturwissenschaft mit einer Studie, die im Herbst im Fink Verlag erscheint, unter dem Titel Vom Text zur Atmosphäre, eine kulturtheoretische Studie an der Gegenwart. Und an der Gegenwart ist kein Tippfehler, sondern das ist genau die Vokabel, die Jochen Bons wählt. Das ist, wie soll man sagen, bonzianisch formuliert, Studie an der Gegenwart, nicht in der Gegenwart. Seine Dissertation trägt den Titel Subjekte des Tracks, Ethnographie einer postmodernen / anderen Subkultur, 2008 im Cadmus Verlag erschienen. Es gibt weitere Titel, die ich jetzt überspringe, die Jochen Bons publiziert hat. Vielleicht kann man noch sagen, es gibt ein Buch, was sehr bekannt geworden ist, 2001 bei Sokamp erschienen unter dem Titel Sound Signatures. Das werden einige von Ihnen kennen. Heute spricht Jochen Bons über das Thema die Medialität der anderen, Überlegungen zu einem kulturanthropologischen Medienbegriff am Beispiel des Lift-Up-Oversounding der Kaluli, wenn ich das richtig ausspreche. Lieber Jochen, herzlich willkommen am Wiener TFM-Institut. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier den Vortrag halten kann. Und ich glaube, ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass ich ihn so ein bisschen überladen habe. Also er braucht so 45 Minuten und es passiert einiges darin und es geht auch erst relativ spät um den Sound. Und es gibt aber so etwas, was vielleicht für Abwechslung sorgt. Er hat so eine Art Rhythmizität, dieser Vortrag. Er ist zu Beginn relativ dicht und vielleicht auch voraussetzungsreich für einen Moment. Und es ist er am Ende dann noch einmal. Und in der Mitte, also im Zentrum, ist er sehr ausführlich und stellt, glaube ich, das dann auch nachvollziehbar vor, was der Vortragstitel eben auch ankündigt, so ein eigenartiges Sound- und mehr als Soundphänomen bei den Kaluli, einem Stamm in Papua-Neuguinea, auf den ich dann nachher noch zu sprechen komme. Und dann wird auch klar werden, wie das so eingebettet ist und wie ich darauf komme, mich damit überhaupt zu beschäftigen. Ja, gut, eben zur Gliederung des Vortrags. Also er hat diesen Titel, die Medialität der anderen. Und es geht um kulturelle Medialität, also diesen Begriff der kulturellen Medialität, von dem ich nicht weiß, ob es den gibt, ob es die Idee irgendwie gibt, aber es nicht so genannt wird. Der steht ganz im Zentrum dessen, was ich hier heute sagen möchte. Und der Sound rankt sich dann so darum herum. Und er hat vier Teile, wie man hier sehen kann, der Vortrag. Und ich beginne jetzt gleich mit dem ersten. Der Hybridität, Fragezeichen. Schwupp. Jawohl. Wenn hier von kultureller Medialität die Rede ist und von einer Medialität der anderen und von einem kulturanthropologischen Ansatz, so wird damit nicht etwas fokussiert, das heute, denke ich, leicht mit diesen Begriffen verbunden und vielfach unter der Bezeichnung Hybridität gefasst wird oder auch unter vielleicht hybrider Medienrezeption oder hybrider Medienaneignung. Also es geht zum Beispiel nicht um diese schöne Studie von Mary Gillespie über die Rezeption indischer und australischer Fernsehserien in Southall, in einem Vorort von London in den 90er
und 80er Jahren. Und es geht auch nicht um Arjun Appadurai und dessen Studie Modernity at Large, in der er die Theory of Rupture formuliert, that takes media and migration as its two major and interconnected diacritics. Es geht auch nicht um Stuart Hall oder Homi Bhabha, die so ähnliche Überlegungen formulieren. Also um etwas, was ich hier versuche, mit diesem Bild zum Ausdruck zu bringen, das von Brian Jungen stammt, einem Nachfahren von Nordwestküsten-Amerikanern, der auch eine Ausstellung in den Nullerjahren hier in der Sezession hatte und der so traditionelle ästhetische Formen der Nordwestküsten-Indianer, das geht hier um eine Maske, ist eine Anspielung auf eine Maske, verbindet mit Nike-Turnschuhmaterial und Formen auch. Und etwas Ähnliches findet sich bei Shin Murayama, einem japanischen Modedesigner und Künstler. Also das wird nicht im Zentrum des Vortrags stehen, so diese Art von Hybridität, wie sie mit Migration zu tun hat, sondern es geht um kulturelle Medialität. Mit kultureller Medialität meine ich etwas, das sich besonders deutlich in den Studien der alten Ethnologie zeigt, die sich für fremde Kulturen interessiert und diese holistisch beschreibt, also etwas, was man heute eigentlich nicht mehr macht. So ist etwa mit dem Namen Clifford Geertz die Vorstellung verbunden, Kultur lasse sich wie ein Text lesen, was er in so einem bekannten Text über den balinesischen Hahnenkampf vorführt, indem er eben den balinesischen Hahnenkampf als Ausdruck der balinesischen Kultur überhaupt liest. Und ich möchte noch zwei weitere Beispiele, auch ausführliche Beispiele hierfür geben. Und zwar findet sich ein Begriff von Kultur als Medium auch in Claude Lévi-Strauss' Bemühung universale, in seinen Worten unbewusste, mentale Strukturen des Denkens zu erforschen. In das wilde Denken geht es ihm um Wissenschaften vom Konkreten, wie er schreibt. Das heißt, die anderen Kategorien, die anderen Klassifizierungen der Wirklichkeitswahrnehmung und der Wirklichkeitserklärung, wie sie von den Ethnologen des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts in den von ihnen erforschten Stammesgesellschaften wahrgenommen werden. Und ein eindrückliches Beispiel beschreibt Lévi-Strauss mit Bezug auf La Flèche-Studie über die Osage-Sioux, also über einen Indianerstamm. Und das möchte ich eben skizzieren. Und zwar fungieren dort, oder fungierten damals, wie auch immer man das nennen möchte, als grundlegende Klassifikatoren Himmel, Wasser und Erde. Und der Lévi-Strauss führt das dann folgendermaßen aus. Das heißt, mit diesen Grundklassifikatoren, diesen dreien, ist jeweils alles Mögliche Konkrete verbunden, also Tiere zum Beispiel und Pflanzen. Und er kommt dann zu einer Eigenheit, die aus einer europäischen Perspektive auffällt, nämlich, dass man das alles ganz gut nachvollziehen kann, diese Ordnung des Denkens, abgesehen von dem Adler, von dem nicht unmittelbar eingleich, aus einer europäischen Perspektive, warum der zu der Erde gezählt wird. Und dafür gibt er dann die folgende Erklärung an. Und in dieser Erklärung zeigt sich, glaube ich, das, oder ich hoffe, dass sich das da zeigt, was ich mit kultureller Medialität meine. Also, dass dort die Wirklichkeit auf eine bestimmte Weise wahrgenommen wird, die sich von anderen eben unterscheidet. Und das führt dann weiter aus. Ergänzend zu diesen drei Klassifikatoren kommt die Zahl 13, die, Zitat Lévi-Strauss, für die Osage einen mystischen Wert hat, denn die aufgehende Sonne sendet 13 Strahlen, die sich auf eine Gruppe von 6 und 7 verteilen. Das heißt, mit der Zahl 13 kommt es zur Vervielfachung oder auch, wie Lévi-Strauss sagt, Detotalisierung im dreiteiligen kosmologischen Schema der Osage. Es gibt nun eine 13 des Himmels, eine 13 der Erde und eine 13 des Wassers. Ich werde es nicht ganz ausführen, dieses Klassifikationssystem, aber so ein bisschen was will ich noch dazu sagen. Und zwar, dass zu dieser Kodierung nach den Elementen schließlich noch eine Kodierung nach Arten dazu kommt. Wobei zwei Gruppen
die aus 7 bzw. 6 Tieren bestehen, durch das Auftauchen von Antagonisten auch noch verdoppelt werden, sodass zum Beispiel dem Luchs der Hirsch mit dem gekrümmten Geweih als Antagonist beiseite gestellt wird, dem grauen Wolf der Hirsch mit grauem Geweih, der männlich und jung ist und so weiter und so fort. Das heißt, ein Erklärungs- bzw. Verweisungszusammenhang tut sich auf. In Lévi-Strauss' Worten entfaltet sich gabenartig in zwei Richtungen. Eine abstrakte in Form der Zahlenkunde und eine konkrete, die zunächst elementar, nämlich im Wortsinn elementar ist, Luft, Wasser, Erde, und dann spezifiziert das System der 7 bzw. 6. Genau, und schließlich wird es dann auch noch wiederum zusammengeführt. Also es findet neben der Detotalisierung auch immer wieder eine Retotalisierung statt. Das ist angeklungen in dem Adler, der mit der Kohle verbunden ist. Und die Kohle, die wäre dann so ein retotalisierendes Element. Gelesen mit meinem Interesse an Erscheinungsformen von kultureller Medialität, tun sich in Lévi-Strauss' Erläuterungen der Wissenschaft vom Konkreten Beispiele für kategoriale Netze auf, die eine Wirklichkeit überziehen, könnte man vielleicht sagen. Mit anderen Worten, Medien, in welchen die Wirklichkeit in je spezifischer Weise artikuliert ist. Das nächste Beispiel, was ich dafür auch noch geben möchte, ist ein bekannter Text der Ethnologie Bronislaw Malinowskis Argonauten des westlichen Pazifik. 1922 veröffentlicht eine Studie über die Dobryander, eine ethnische Gruppe im Pazifik östlich von Papua-Neuguinea. Kulturelle Medialität kommt hier nicht in der Form von Klassifikationsweisen zum Ausdruck, also wie bei Lévi-Strauss, sondern wird als Effekt eines Vergemeinschaftungsmechanismus, wie man vielleicht sagen könnte, kenntlich, nämlich der Tauschordnung des Kula, welche ganz im Mittelpunkt von Malinowskis Studie steht. Beim Kula handelt es sich um einen Ringtausch zwischen Angehörigen verschiedener Gruppierungen, also Familien, Clans oder auch ganzen Stämmen, die oft sehr weit voneinander entfernt auf verschiedenen Inseln sozusagen leben. Und zwischen diesen Gruppen wird im und gegen den Uhrzeigersinn getauscht, einmal Ketten aus roten Muscheln und einmal Armreifen aus weißen Muscheln. Die haben keinen Wert im Sinne eines Zahlungsmittels, sondern die haben einen symbolischen Wert. Der Malinowski vergleicht sich mal mit den britischen Kronjuwelen und macht dann so einen Witz darum, dass es auch so ähnlich verstaubt und so ein bisschen dreckig sei, wenn man damit zu tun hätte, mit diesen Muscheln. Er schreibt, "Every man who is in the Kula, periodically, though not regularly, receives one or several armshells or necklaces, and then has to hand it on to one of his partners, from whom he receives the opposite commodity in exchange." Seine Einschätzung des gesellschaftlichen Stellenwertes des Kula formuliert er dann in der folgenden Weise. Also es ist zentral, um es kurz zu sagen, es ist einfach zentral für diese gesamte Kultur, für diese Gesellschaft. Der Aspekt der kulturellen Medialität, der damit verbunden ist, verbirgt sich in Malinowskis Formulierung von den Ideas, Ambitions, Desires and Vanities. Und das möchte ich kurz an zwei Beispielen ausführen. Das erste ist, dass der Kula eine Zeit produziert. Die Grundlage hierfür ist, Zitat Malinowski, "The Kula exchange has always to be a gift, followed by a counter-gift. It can never be a barter, a direct exchange with assessment of equivalence and with haggling. There must be always in the Kula two transactions, distinct in name, in nature and in time." Ein Zeitraum entsteht also zwischen der Gabe und der Gegengabe oder auch zwischen der Gabe und der Weitergabe dessen, was erhalten wurde. Diese Zeit ist eine erfüllte und ausgefüllte Zeit, abstrakt, indem die Freude und der Stolz über den Erhalt der Gabe ab einem bestimmten Zeitpunkt abgelöst wird von der Forderung, die von dem erhaltenen Gegenstand ausgeht, weitergegeben werden zu müssen.
Und konkret, indem für die Kula-Reisen Kanus entweder aufwendig gebaut werden müssen oder aber erneuert. Beides Mal, so wie auch bei der Abreise und so weiter, handelt es sich dann um ganz stark ritualisierte, ja, Feierlichkeiten und Feste. Der zweite Bereich, in dem der Kula für die Medialität der Massim-Kultur, also der Dropriyanda, produktiv wird, ist, dass in ihm auch eine Landschaft entsteht, also eine geografische kulturelle Realität. Das kommt in diesem Zitat zum Ausdruck. Hier geht es insbesondere darum, dass der Kula mit den Mythen, die es dort gab, verbunden war. Das heißt, wenn diese Reisen unternommen werden, von einem Stamm zum anderen oder von einer Insel zur nächsten, dann begegnet den Reisenden auf dem Meer oder auf Sandbänken oder auch wenn sie dann nach Papua-Neuguinea kommen, also in eine vulkanische und felsige Region, überall, man könnte sagen, ihre eigene Geschichte in der Form von Mythen. Also die Landschaft ist aufgeladen mit den Mythen des Kula. Und ich möchte eben sagen, entsteht dadurch auch. Ja. Also Malinowski beschreibt es ganz schön anhand seiner eigenen Begeisterung für die Schönheit des Meeres dort, die für seine Mitreisenden, die er begleitet bei diesen Kula-Reisen, keine so große Rolle spielt. Also er schaut immer wieder nach unten auf diese wunderbaren Fische, die sich da tummeln und die Wasserpflanzen. Die Leute, mit denen er im Kanu sitzt, die zeigen auf die Felsen, die von einem mythischen Kanu durchbrochen worden sind und so weiter und so fort. Das meine ich mit der Landschaft, die in diesem Kulturmedium entsteht. Das waren so meine Beispiele aus der klassischen Ethnologie. Und jetzt komme ich zum Zentrum meines Vortrags, der kulturellen Medialität des Lift-Up-Over-Sounding der Kaluli. Und damit noch einmal zu einer Darstellung von kultureller Medialität, wie sie sich aus der ethnografischen Beschreibung einer Stammesgesellschaft herauslesen lässt. Auch hier fungiert wieder eine holistisch zu begreifende Kultur als Medium, in dem die Wirklichkeit für die mit dem Medium bzw. mit der Kultur identifizierten Subjekte in spezifischer Weise artikuliert ist oder Gestalt annimmt. Wir haben es in diesem Fall aber eben nicht mit einem kanonischen Text zu tun, und auch die Medialität, die uns hier begegnet, ist irgendwie anders. Ja, darum wird es dann gehen, wie die eigentlich ist. Aber zunächst sage ich etwas über die Kaluli selber. Die Kaluli sind eine von mehreren Ethnien, die auf dem Hochplateau von Papua-Neuguinea im tropischen Regenwald rund um den Mount Bosawi leben. Edward Shifflins 1976 veröffentlichte Ethnographie über die Kaluli, das ist so das Werk, was es über die gibt, basiert auf einer zweijährigen Feldforschung, die 1966 bis 68 durchgeführt wurde. Also aus der Zeit stammen die Daten. Mit dem Gisaro, einem Ritual, besitzt die Studie einen Zielpunkt, der vom Text von Beginn an anvisiert wird und zu dem die allgemeinen Aussagen, die er über die Kultur der Kaluli macht, gewissermaßen hinführen. Bei den Allgemeinaussagen handelt es sich im Wesentlichen um Folgendes. Zunächst leben die Kaluli zum Zeitpunkt von Shifflins Studie in so circa 20 Gruppen, in weit voneinander entfernten Langhäusern, relativ großen Gebäuden, im Regenwald, jeweils um die 60 Personen umfassend. Shifflin charakterisiert diese Langhausgemeinschaften als nicht so geschlossen oder stabil, wie man annehmen könnte, denn immerhin handelt es sich bei ihnen nicht zuletzt auch um Verteidigungsgemeinschaften. An stabilen, verlässlichen Beziehungen scheint von den Kaluli stattdessen laufend gearbeitet werden zu müssen. Und für dieses Arbeiten an den Beziehungen setzen auch die Kaluli den Gabentausch ein. Also sie tauschen zum Beispiel geräuchertes Wild an die Familie der Ehefrau,
die in anderen Langhäusern lebt, also woanders im Regenwald, aber auch an andere. Der Gabentausch vergemeinschaftet, indem er Gruppen zueinander in Beziehung setzt. Und das heißt aber auch, dass er auch Gruppen benötigt, auf die die Gaben verrechnet werden können. Oder mit anderen Worten, dass er Gruppen erzeugt. Bei den Kaluli geschieht dies in mehrfacher Hinsicht. Schifflin spricht diesbezüglich vom Opposition Scenario, das die ganze Kultur der Kaluli seiner Meinung nach durchzieht. Und als ein weiteres Kennzeichnen beschreibt er etwas anderes, nämlich den dort zu beobachtenden Individualismus oder auch das Selbstbewusstsein, was er dort erlebt hat. Damit ist verbunden, dass die Leute auffällig auftreten, sich in Szene setzen, aber auch Angst, also so etwas wie Einsamkeit, könnte man vielleicht sagen, oder Angst, die unter anderem damit verbunden ist, dass es einen Hexenglauben gibt und das Leben ständig von Hexen bedroht ist, männlichen Hexen übrigens, und auch anderes aus unserer Sicht Schreckliches dort gang und gäbe ist. Das einleitend zu den Kaluli, dass man so eine grobe Vorstellung davon hat, wovon das jetzt handelt, was ich als Lift Up Over Sounding beschreibe. Denn jetzt komme ich damit zu Stephen Feld, der diesen Begriff des Lift Up Over Sounding aus der Kaluli-Kultur herausgelesen hat. Feld ist ein sehr renommierter Sound Studies-Vertreter heutzutage. Das ist ein relativ überschaubares Forschungsfeld, also überhaupt, ne, weltweit, nicht nur hier, sondern überhaupt. Und er ist so einer von den wenigen, die da so den Status eines Klassikers, könnte man sagen, oder einer Autorität tatsächlich besitzen, nämlich mit seiner Studie über die Kaluli und das Lift Up Over Sounding. Er war lange an der NYU tätig und ist zurzeit, glaube ich, in New Mexico oder so an der Universität. Ist ein Anthropologe, der immer wieder lange Feldaufenthalte gemacht hat und eben viel über Klänge arbeitet, auch bei diesen Studien. Was Feld in seiner Arbeit über das Lift Up Over Sounding, die diesen Titel Sound and Sentiment trägt, und dann noch in einer ganzen Reihe von kleineren Arbeiten artikuliert, wird in einem von Philip Vannini und anderen letztes Jahr im Journal of Contemporary Ethnography veröffentlichten Text zum Thema Sound Culture in folgender Weise zusammengefasst. Das ist so eine ganz typische Zusammenfassung, die man häufig oder wie man sie häufig liest. Und es geht dabei im Wesentlichen darum, dass die Arbeit von Feld gelesen wird als Herausarbeitung einer Analogie zwischen der, wenn man so möchte, natürlichen Medialität des Regenwaldes, in der man relativ wenig sieht und ziemlich viel hört, also auch Bewegungen zum Beispiel hört, Lebewesen hört, aber nicht sieht, und andererseits der, sagen wir mal, der Kaluli-Kultur. Und diese Analogie ist aber nicht der Schwerpunkt dessen, was den Feld selbst interessiert. Das ist vielmehr das Folgende. Also hier kommt so etwas hinzu, was jenseits dessen liegt, was die meisten von uns im Regenwald hören oder erleben würden und was hier Spirits of the Dead heißt und mit den Vögeln aber auf eine bestimmte Weise verbunden ist. Und der Schifflin, also der Ethnologe, der diese große Studie über die Kaluli gemacht hat, formuliert dasselbe oder etwas Ähnliches in dieser Weise. Also er macht zum einen so allgemeine Bemerkungen über den hohen Stellenwert des Klanges dort, Unmittelbarkeit und so weiter,
und kommt dann aber auf einen Dialog mit einem seiner Informanten, Vanalugo. Sie hören ein Tier und der Informant spricht davon, dass es ein Kind ist, was man hier hört. Ein Kind, das nach seiner Mutter schreit. Sodass da auch wieder dieses etwas, was dahinter liegt, anklingt. Anders formuliert, wir stoßen hier auf ein bislang unerwähnt gebliebenes, wesentliches Charakteristikum der Kultur der Kaluli, das Schifflin eingebettet sieht in das allgemeine Kennzeichen des Opposition Scenarios, nämlich das Vorhandensein einer zur menschlichen Wirklichkeit koextensiven Unseen World, in der leben verschiedene Wesen, unter anderem die sogenannten Mama. Das wird von Feld übersetzt als Reflexionen oder Schatten, bei denen es sich zum Teil auch um die Toten der Kaluli handelt, die dann Anemama Gun Reflections heißen. In der Unseen World, und jetzt geht es um das Verhältnis dieser beiden Welten zueinander, in der Unseen World erscheinen die lebenden Menschen als Wildschweine bzw. als Kasuare. Stößt diesen Reflections, diesen Schatten dort etwas zu, betrifft dies auch die Menschen in der Menschenwelt. Sie werden krank oder sie sterben sogar. Wenn Menschen sterben, können sie in der Unseen World eine neue Gestalt annehmen, zu Ane Mama werden, also diesen Spirits. Dazu muss allerdings ein aufwendiger Prozess durchlaufen werden, auf den ich nachher noch mal kurz zurückkomme. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, also wenn der geglückt ist, dann erscheinen die Toten in der Welt der Lebenden eben als Reflexionen. Und das heißt in diesem Fall insbesondere in der Gestalt von Vögeln, was auch Obemise genannt wird, das taucht nachher nochmal in einem Zitat auf, deswegen sage ich das kurz dazu. Also so eine Vorstellung von der Wirklichkeit gibt es dort, die so aus zwei nebeneinander, ineinander spielenden Wirklichkeiten besteht. Das wäre vielleicht so eine Aussage zur allgemeinen Medialität dieser Kultur. Und jetzt komme ich speziell zum Lift Up Over Sounding. Als Kennzeichen dieser spezifischen Medialität, wie ich sagen möchte, nennt Fell zwei Aspekte. Das eine ist, in Synchrony while out of phase zu sein. Also da ist etwas da, das eine Beziehung, oder es sind mehrere Dinge da, die eine Beziehung zueinander unterhalten, die sich synchron verhalten zueinander, aber nicht identisch sind. Das ist das eine. Und das andere, das ist Textural Densification. Also hier geht es um die Materialität, um eine starke Materialität des Klanglichen. Und Feld merkt hierzu Folgendes allgemein an. The visible and invisible inhabitants of the Bosavi rainforest are always lift up over sounding. Also mit anderen Worten, dieses Prinzip in Synchrony while out of phase und andererseits auch dieser Textural Densification ist irgendwie immer präsent in dieser Wirklichkeit. Und ich möchte kurz so ein Hörbeispiel anspielen, damit Sie und ihr so eine Vorstellung davon bekommt, wie das klingen kann. Wobei es ja in der Regel, das werden Sie vielleicht wissen, immer so ein bisschen enttäuschend ist, wenn man solche Beispiele hört. Weil sie eben doch auch fremd bleiben. Männer bei der Arbeit oder eine Gruppe von Männern bei der Arbeit, dazu sage ich gleich noch etwas. Und was ich eigentlich noch spielen wollte, ist ein Musikstück. Das
Also ich glaube, dieses in Synchrony, weil out of phase Moment wird da ziemlich deutlich. Und auch diese Materialität des Klangs vielleicht, zum Beispiel in diesem schlagenden Geräusch, was damit verbunden ist, dass die beiden gerade auch Sago machen. Also es ist auch eingebettet in so Alltagshandlungen, die eben auch Geräusche produzieren. Es gibt auch viele Aufnahmen, bei denen man Wasserfälle im Hintergrund rauschen hört, also die, wo quasi die Wasserfälle auch aufgesucht werden als Teil des Gesanges dann sozusagen. Gut, ein Bereich, in dem das Lift Up Over Sonic also eine Rolle spielt, ist auch das Arbeiten und überhaupt die Kommunikation. Und zur Kommunikation habe ich auch noch ein Zitat, dazu muss ich nochmal eben hier rüber wechseln. Nämlich wird auch konstatiert, dass im Gegensatz zu anderen Kulturen bei den Kaluli das Unterbrechen von anderen beim Sprechen einen Wert besitzt und nichts Verpöntes ist. Also auch beim Sprechen geht es darum, in Synchrony while out of phase zu sein, aufzugreifen, was andere sagen, sich dazu in Beziehung zu setzen. Nochmal kurz zurück zum Arbeiten und damit komme ich dann zu den noch zu einem weiteren zentralen Punkt des Lift Up Over Sounding gleich. Mit dem Arbeiten ist nämlich auch der sogenannte ULAP verbunden. Und der ULAP, das ist ein Ausruf, um den herum sich die Leute dann versammeln, um dann von dieser Versammlung her in eine gemeinsame Aktion zu kommen, also zu arbeiten, auf Hexenjagd zu gehen, also was auch immer. Aber es geht los mit so einem Schrei. Ich habe bisher vom Lift Up Over Sounding gesprochen, als handle es sich um eine Form kultureller Medialität. Und das ist es auch. Aber das Phänomen des ULAP weist nun auch darauf hin, dass es sich genauer um eine Medialität oder mediale Kulturtechnik handelt, die Medialität erst erzeugt. Sie schafft eine Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Bewegung, die Agency hervorbringt, mit der außerdem das Auftreten vor anderen verbunden ist, das in Erscheinung treten des Einzelnen als Teil einer Gemeinschaft, die brüchig zu sein, deren soziales Band wiederholt neu gewoben werden zu müssen scheint. Das Lift Up Over Sounding ist zugleich Ausdruck dieser Brüchigkeit, als auch das Verfahren, ihr entgegenzuwirken, also eine Form kultureller Medialität, zur Erzeugung kultureller Medialität eben. Und diese Bewegung oder diese Dynamik, die expliziert fällt in der folgenden Weise. Hier nicht, aber hier. Und zwar ist das Lift Up Over Sounding zunächst eben prozessual. Und es impliziert ein Making Heart, das heißt eine Überzeugungskraft, die irgendwie emotionaler Art ist. Es geht um eine emotional persuasion, heißt es bei Feld. Dauerhaftes erfasst oder eingenommen sein von dieser Art, also das emotionale mitgerissen sein als ein Zustand, ist das Flowing. Und bei sämtlichen dieser Bezeichnungen handelt es sich um Übersetzung von Feld. Alternativ formuliert Feld das Flowing auch als ein Getting into the Groove, was nicht sehr überraschend ist für Leute, die sich so mit Popmusikmechanismen auskennen. Erfasst vom Lift Up Over Sounding, Teil der Bewegung des Grooves, in diesem anderen Seinszustand, wie ich dazu sagen möchte, kann das Subjekt das Heku wahrnehmen und das Sa. Das heißt, die Unterseite dessen, was ihm Lift Up Over Sounding hervorgetreten ist, sowie dessen Inneres, also eine Unterseite und ein Inneres. Es kommt einem was entgegen in diesen Ausrufen, in diesem Hervortreten. Und wenn man sich verwickeln lässt, dann nimmt man deren Unterseite wahr und deren Inneres. Die Erfahrbarkeit der Unterseite und des Inneren ermöglichen, sind gleichbedeutend mit der Interpretation des Mama. Das heißt, das Schattenhaften der Reflexionen, nicht unbedingt im Sinne dieser Verstorbenen, dass man die dann da erleben würde, sondern in einem sehr allgemeinen Sinne. Ich glaube, oder ich hoffe, dass nachvollziehbar geworden ist, dass es hier um so ein Verwickeltwerden geht. Da
dass man davon etwas erfasst wird und sich dabei als Subjekt verändert, also so eine Art Subjektivierung. Und ich möchte jetzt gerne noch ausführen, worin eigentlich die Erfahrung besteht, die dann gewonnen werden kann, wenn dieses Verwickeltwerden stattgefunden hat. Also was dann in dieser sozusagen etablierten Medialität des Lift Up Over Sounding eigentlich erlebt wird. Um das zu erläutern, schränke ich in den folgenden abschließenden Ausführungen zum Lift Up Over Sounding dieses auf den Bereich der Ästhetik und das heißt in dem Fall auch auf den Bereich des Rituals ein. Und diese Eingrenzung führt uns von den von Feld untersuchten Songs zu dem von Schifflin beschriebenen Gisaro. Zunächst zu dem Beispiel der Songs. To speak with an insight, das heißt grundsätzlich einfach mehr zu sagen als das, was ausdrücklich gesagt wird. Verbunden mit den Liedern der Kaluli meint die Konzeption jedoch insbesondere die Entführung oder Immersion der Zuhörenden an oder in konkrete Orte. Das ist für ein Verständnis des Lift Up Over Sounding insofern interessant, als sich für die Kaluli, so fällt das Leben, als Zitat, Map of where you have experienced living, socializing, journeying, überhaupt darstellt. Hiermit ist eng verbunden, die Geister der anderen, also der Unseen World, halten sich ebenfalls an bestimmten Orten auf. So dienen bestimmte Bäume den ehemaligen Menschen in der Welt der Menschen und als Vögel erscheinen, zum Beispiel als Langhäuser, in denen sie leben. Das heißt, dass sowohl die eigenen Erfahrungen mit Orten als insbesondere auch diese, die Anemama, diese Geister, erfahren werden können in der Erfahrung der Innenseite. Mit der Unterseite, die wahrgenommen werden kann, wenn die Worte gewissermaßen umgedreht wurden, die da einem gesungen werden, ist grundsätzlich gemeint, dass sie nicht eine, sondern eben überhaupt mehrere Seiten besitzen. Und damit ist aber nicht einfach Polysemie gemeint, sondern a meaning that is not evident from immediate impression. In den Liedern ist diese verborgene Bedeutung in der Regel mit einem besonderen Effekt verbunden, nämlich die Zuhörenden zu Tränen zu rühren. Also fällt über die Funktion der Lieder, the intention is to make others sentimental, nostalgic, sad and ultimately to move them to tears. Also das ist das, worauf das hinausläuft bei den Liedern, dieser Immersionsvorgang, der von dem Lift Up Over Sounding bewerkstelligt wird, kommt hier auch nochmal in diesem Beispiel in diesem Satz hier zum Ausdruck. Damit komme ich zu dem Gisaro, also dem Ritual, von dem der Schifflin so fasziniert war, dass er die ganze Monographie über diese Kultur daraufhin so zulaufen ließ. Also das Buch mündet in der Darstellung des Gisaro. Und ich verkürze das jetzt alles, wie ich alles vereinfache, das ist klar. Bei dem Gisaro, von dem wir hier so ein Foto auch sehen, handelt es sich um ein Ritual, in dem eine Gruppe von Männern als Vögel geschmückt ein Langhaus besucht und dort in einem eben die ganze Nacht andauernden Ritual, einem Fest, Tänze und Lieder aufführt, welche die besuchte Gruppe zu Tränen rühren. Der so im Publikum entstandene Schmerz wird von den Tänzern, wieder nach der Logik des Gabentausches, zum einen durch Lebensmittelgaben ausgeglichen. Also die tanzen dann nicht nur die ganze Nacht, sondern die beschenken nachher noch diejenigen, die sie haben zu Schmerzen, also denen sie diese Schmerzen haben spürbar werden lassen. Und insbesondere wird das aber auch dadurch ausgeglichen, dass das Publikum den Tänzern Brandwunden zufügt. Also sie werden verbrannt. Für Schifflin kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Schmerz aus einem über die Tänze und Lieder in den einzelnen Zuhörenden entstehenden Kontakt zur Unseen World resultiert.
Sein besonderes Gewicht erhält das Ritual aber dadurch, dass es für die Verstorbenen in ihrem Prozess der Gestaltannahme, also ihrer Reise nach dem Tod, in der Unseen World von größter Bedeutung ist. Wachsen Sie doch, das ist so die Formulierung, Sie wachsen, wachsen Sie doch im Beiwohnen der Gisaro-Zeremonie aus Asche, zu der Sie im Jenseits nach den Vorstellungen der Kaluli zunächst verbrannt sind, wieder zu Menschengestalt heran. Und werden dann, könnte man sagen, wieder erlebbar durch die, sagen wir mal, wirklichen Menschen in der Form von Vögeln. Ja, das zu dem Lift-Over-Sounding der Kaluli. Was tun damit, aber was auch tun überhaupt mit dieser Konzeption von kultureller Medialität, die ich hier versucht habe zu explizieren? Das mit diesem Vortrag von mir verfolgte Anliegen besteht zum einen darin, kulturelle Medialität überhaupt als einen Untersuchungsgegenstand kenntlich zu machen, der neben physikalischen Medien und auch neben technischen Medien und allen möglichen anderen Medien eben auch bestehen kann. In einer medienwissenschaftlichen Perspektive oder auch in einer interdisziplinären Perspektive, in der sich die Medienwissenschaft mit der Soziologie und der Kulturanthropologie und anderen verbindet. Also ich würde gerne sowas wie ja, einen Untersuchungsgegenstand kenntlich machen. Allgemein, das ist so die allgemeine, mein allgemeines Anliegen, also ein sehr allgemeines Anliegen. Zweitens geht es mir um einen Transfer von ethnologischem Wissen oder einem Wissen, das in der Ethnologie seinen Ausgang nimmt, in eine Perspektive auf die zeitgenössische Kultur, in die und die in ihr unter den Bedingungen von spätmoderner oder auch spätkapitalistischer Verhältnisse bestehenden Erscheinungsformen kultureller Medialität. Also es geht mir um einen Bezug zu heute, zu der Wirklichkeit, in der wir leben und was da diese Konzeption, aber auch das Lift-Over-Sounding vielleicht dazu sagen können. Und das möchte ich abschließend noch ganz kurz skizzieren, was für mich schwer ist, weil es im Grunde genommen das ist, womit ich mich schon ewig beschäftige, also auch schon beschäftigt habe, bevor ich so diese Bezeichnungen dafür hatte. Also schon seit, was weiß ich, 20 Jahren oder 15 Jahren oder so. Dazu noch einmal zurück zum Vortragstitel, die Medialität der anderen. In der Spätmoderne haben wir es ständig mit der Medialität der anderen zu tun, denke ich. Nicht primär als Konsequenz der zu Beginn angesprochenen globalen Migration, sondern aufgrund anderer der Moderne inhärenten Tendenzen. Das möchte ich kurz mit dem Hinweis auf zwei sehr bekannte, einflussreiche sozialwissenschaftliche Beschreibungssprachen andeuten. Erstens die funktionale gesellschaftliche Differenzierung, die für Luhmann mit der Moderne einhergeht, bedeutet aufgrund der operationalen Geschlossenheit der Systeme, wie es in der Sprache der Systemtheorie heißt, eine Vervielfachung gesellschaftlicher Medien, wenn man so möchte. Jedes System figuriert ja auch als Medium, in dem Spezifisches artikulierbar ist und anderes nicht, also Umwelt in der Sprache der Systemtheorie. Zweitens die Diskursanalyse Foucaults, weniger bei Foucault selber, der ja epochale, quasi holistische Diskurse, wenn man so möchte, als Dispositive beschreibt, die die Wirklichkeit in spezifischer Weise zum Sprechen bringen, aber in der heute verbreiteten Anwendungsweise der Foucaultschen Diskursanalyse erscheint die spätmoderne Gesellschaft hier zumindest implizit auch als ein Feld von vielen irgendwie koexistierenden Diskursen. Medialität der anderen ist insofern ein Kennzeichen der Gegenwartskultur, als eine solche Vielzahl koexistierender soziokultureller Medien aus der Perspektive des Subjektes dieser Verhältnisse diesem begegnen. Also es stößt sozusagen von außen immer wieder auf diese, ist immer wieder mit der Grenze konfrontiert, könnte man sagen. In der sozialwissenschaftlichen Diskussion wird diesem Umstand
Rechnung getragen, indem entweder die Kräfte thematisiert werden, die Individuen heute an Medien, an Diskurse binden, zum Beispiel Mechanismen von Inklusion und Exklusion, oder aber indem der Sachverhalt ignoriert wird, dass gesellschaftliche Medien subjektivieren und dementsprechend von Individuen unter Auslassung dieser subjektkonstitutiven Dimension die Rede ist. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum das Schlagwort von der Individualisierung zugleich irgendwie vollkommen überzeugend wie auch leer ist. Es ist irgendwie ein inkonsequent gedachter Begriff, glaube ich. Im Gegensatz zu diesen ja auch divergierenden Ansätzen, die ich da jetzt gerade aufrufe, erscheint es mir naheliegend, bei der Untersuchung zeitgenössischer Erscheinungsformen von kultureller Medialität gerade nicht von Medien auszugehen, also nicht von Medien auszugehen, zumindest nicht von den klassischen gesellschaftlichen Medien und auch nicht von der klassischen kulturellen Medialität, das heißt von Referenzsystemen, die Bedeutung über Differenzen artikulieren, was es sowohl für die symbolische Ordnung des Poststrukturalismus gilt, wie auch für Systeme, Diskurse. Die Klassifikationsordnungen, die Lévi-Strauss beschreibt, wie auch die Tauschordnung des Kula. Mein Vorschlag ist, stattdessen vom Zwischenraum auszugehen, der sich zwischen Referenzsystemen auftut. Denn bei ihm handelt es sich meiner Meinung nach um die fundamentale Position, auf der sich Subjekte in den skizzierten Verhältnissen wiederfinden. Bei dem Versuch, die Fruchtbarkeit dieses Perspektivwechsels kenntlich zu machen, also weg von den Medien zu gehen und hin zum medialen Zwischenraum oder zu einem medialen Zwischenraum, was auch immer das sein mag, ziehe ich abschließend noch einmal einen Bogen hin zu dem Lift Up Over Sounding. Also ich bin jetzt gleich fertig. In der Situation des Zwischenraums handelt es sich anders formuliert um eine Situation subjektiver Unverbundenheit mit einem Medium, das eine Wirklichkeit artikulieren könnte. Im Gegensatz zur Situation der Medialität gehen hier in dieser anderen Situation die Wahrnehmung des Subjekts nicht quasi automatisch in Bedeutungen auf. Anstatt eine grundlegend mediatisierte, man könnte auch sagen semantisierte Welt vorauszusetzen, setzt die von mir vorgeschlagene Perspektive das Nicht-Sinnmäßige, also die Unlesbarkeit der Wirklichkeit voraus. Also da nimmt sie den Anfang sozusagen, das setzt sie als Anfang der Untersuchung. Abwesenheit eines Mediums heißt zunächst einmal Platz für andere Medien. Insofern besteht eine Möglichkeit, die mit der hier angedeuteten Situation gegeben ist, darin, dass Wahrnehmungen in Gestalten aufgehen, die sie im Medium der Bildlichkeit besitzen. Dazu will ich nichts sagen an der Stelle, weil keine Zeit ist und auch aus dem Grund, den Andrea vorher angedeutet hat, die Bildwissenschaft ist groß. Ich möchte stattdessen eine andere, eine radikalere Möglichkeit fokussieren. Die anhaltende Abwesenheit von Medialität und die damit einhergehende Erfahrung von Materialität, also des Daseins der Erscheinungen in ihrer schieren materiellen Präsenz. Wahrgenommen wird vom Subjekt im Rahmen dieser Amedialität, wenn man so möchte, in diesem Fall nicht, was da ist, sondern dass da etwas ist. Vor dem Hintergrund meiner Ausführung zu Stephen Fells Beschreibung des Lift Up Over Sounding überrascht es sicher nicht, dass mir klangliche Phänomene, Sound-Situationen zur Untersuchung einer solchen Amedialität des Zwischenraums besonders geeignet erscheinen. Gründe hierfür sind zunächst die deutliche Materialität des Klanglichen, die so weit geht, dass das Hören häufig als eine haptische Erfahrung beschrieben wird oder auch als eine haptische Erfahrung beschrieben wird. Schifflin bringt sie in einem hier zitierten Textabschnitt auch auf die Bezeichnung Immediacy, also Unmittelbarkeit. Das Klangliche ist da. Ja?
unausweichlich sozusagen. Darüber hinaus besteht in der Soundforschung weitgehende Einigkeit darüber, dass sich im Medium des Klangs Materialität und Medialität im engeren Sinne, also durchaus im Sinne, in diesem semiotischen Sinne, miteinander verbinden. Das Dasein des Klangs zeigt unter Umständen das Dasein von etwas an, das auch in anderen Medien, und zwar differenzierter Form, anzunehmen vermag, als eine Gestalt oder auch als eine Bedeutung oder auch als eine Person zum Beispiel. In der Popmusikforschung gibt es beispielsweise einen von verschiedenen Leuten unabhängig voneinander vertretenen Ansatz, die Materialität des Klangs in Wechselwirkung oder auch in ihrem Ineinanderwirken mit semantischen Aspekten zu untersuchen. Eine Person, die das macht, ist Dietrich Diederichsen. Mit anderen Worten, dem Lift-up over Sounding vergleichbar, scheint es mediale Dynamiken zu geben, die in einer Situation der Amedialität fußen und aus dieser heraus eine Dynamik entfalten, die unter Umständen in den Bereich des Medialen hineinführt. In einer Studie, die in den 90er Jahren angesiedelt war und um die Kultur rund um House Music und Techno sich drehte, habe ich verschiedene Formen eines solchen, könnte man vielleicht sagen, kulturellen Produktivwerdens von Materialität beschrieben. Ich will die so ganz kurz nur eben benennen, also so andeutungshaft für diejenigen, die was mit diesen Begriffen anfangen. Und zwar einmal habe ich die Auswirkungen des Materiellen beschrieben in Anlehnung an die Idee des Herrensignifikanten, der hinzukommt und eine Situation neu ordnet, das Subjekt neu mit einer Wissensordnung vernäht durch sein Hinzukommen. Das ist eine Idee, mit der Žižek relativ viel arbeitet. Das Materielle als Ausdruck einer Gestalt, das ist ein anderer Punkt, die sich in flüchtigen Identifikationen annehmen lässt, wäre eine andere Auswirkung, die diese Materialität dort haben kann. Also es ist eine Gestalt in ihr da, die vom Subjekt flüchtig angenommen werden kann. Das ist verbunden mit so Tanzerfahrungen. Und schließlich, die sich aber auch als signifikant erweisen kann, mit dem das Subjekt in der Situation des Tanzens eine Erfahrung macht, die dem des von Freud, später auch von Lacan beschriebenen Vordarspiels des Kleinkindes ähnelt. Da geht es ganz ausdrücklich auch um so eine Bewegung hinein in den Bereich einer kulturellen Medialität. Ich kann mir auch sehr viel weniger aufwendigere Forschungsansätze vorstellen als ethnografische Fallstudien, um Untersuchungen in diesem Bereich zu machen, die sich genauso gut eignen zur Exploration klanglicher Objekte und Situationen hinsichtlich der in diesen inhärenten Formen und Dynamiken von kultureller Medialität. So findet sich insbesondere in der deutschsprachigen Popmusikkritik eine Tradition, Popmusik in ihrem inneren Funktionieren als ein Modell für Gesellschaftskritik und auch als ein Modell für Kollektivität zu verstehen. Also aus ihrer Ästhetik das gewissermaßen herauslesen zu können. Der Schritt hin zum Modellcharakter für Erscheinungsformen kultureller Medialität ist dann, glaube ich, nur noch klein. Oder ne? Ist wie ein Seitschritt oder so, Ausfallschritt. Dazu abschließend zwei ganz kurze Beispiele noch. Die Musik der Band Animal Collective. Dazu kann ich noch mal ein Bild zeigen. So ein bisschen was kann man erkennen, ja. Die Musik der Band Animal Collective lässt sich als eine scheinbar chaotisch alle möglichen auseinanderstrebenden Soundelemente miteinander verbindende Musik begreifen, deren bildliche Repräsentation unter anderem die hier gezeigte Form annimmt. Also was man hier sehen könnte, wenn man es auch nicht sehen würde, das ist, dass manches sich klar abzeichnet,
Da ließen sich dann alle möglichen Fragen anschließen, wenn man daraus wirklich eine Untersuchung machen wollen würde, wie ich das für sinnvoll hielt, also dass man auch irgendwie die Rezipienten mit einbezieht, nachdem man das ästhetische Objekt analysiert hat, und fragen, ob die denn die Wirklichkeit wirklich so wahrnehmen, wie es dieses Modell zeigt zum Beispiel, oder ob es die Musiker so wahrnehmen, oder ob sie die Wirklichkeit so wahrnehmen, dann, wenn sie Musik machen oder dann, wenn sie Musik hören. Also nicht unbedingt immer, aber in bestimmten Situationen. Mein zweites, letztes Beispiel. In der Popmusik ist in den vergangenen Jahren auffällig mit der Materialität der Stimme gearbeitet worden, in deren künstlicher Verfremdung, zum Beispiel mit dem bekannten Autotune-Effekt, ebenso wie mit dem Einsatz natürlich erscheinender Stimmen an ungewohnten Plätzen, als Instrumente nämlich, zum Beispiel Bass-Drum-Sounds, also die Stimme macht diese Instrumentengeräusche. Eine, die das ziemlich stark praktiziert hat, ist Björk auf ihrem Medulla-Album von 2004. Mit einem Verständnis von der Stimme, das von der psychoanalytischen Theorie Lacans informiert ist, lässt sich diese Hinwendung zur Stimme als eine Hinwendung zu dem begreifen, was bei Lacan das Reale heißt und das eben nicht die Wirklichkeit ist, sondern eine tatsächlich andere, tendenziell amediale Medialität der Affekte, wenn man das einfach sagen möchte. Zu welchem Zweck sollte deren Energie, also die Energie der Affekte, die Energie der Jouissance, wie es bei Lacan heißt, in diesen neueren Popmusikformen angezapft werden? Welchen Sinn sollte das machen? Zum einen lässt sich das Reale einfach als Wahrheit des Zwischenraums begreifen. In der Situation der Abwesenheit kultureller Medialität, also im Sinne von symbolischer Ordnung zum Beispiel, ist das Reale einfach das, was gegeben ist, das, was dann sozusagen da ist. Zum anderen figuriert das Reale bei Lacan als eine Dimension subjektiver Wirklichkeitswahrnehmung, welche die bereits beschriebene, also mit Feld und danach jetzt wiederholt von mir beschriebene, Dynamik bereithält. Von einer Identifikation mit dem sinnlosen, aber lustbesetzten Objekt hin zu einer Medialität von größerer Dauer und Kollektivität. Das wollte ich ganz kursorisch so noch anmerken und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Also in dem, genau. Ja.